Forza Horizon 5 Hot Wheels. Es ist wieder mal lange Zeit, seitdem wir endlich mal wieder. Jo, die Aufnahme läuft jetzt endlich mal. Ja, ich wollte jetzt sagen, moin, willkommen zurück zu zu Forza Horizon 5 Hot Wheels. So, jetzt geht das wieder mal. Lange nicht mehr so richtig viel Spaß gehabt, schon hat man wieder mal Bock, das Let's Play so richtig den Anfang zu zerstören. Ja, ich habe das jetzt mal wieder mal eingestellt, das Audio. Hoffentlich kann man meine Stimme besser hören. Weil ich habe wirklich letzten Part schon versucht. Muss jetzt eigentlich sogar besser laufen. Ich habe keine andere Wahl. Ja, lass uns mal das Rennen machen. Wir teleportieren uns dann. Das ist jetzt ein bisschen zu viel. Ich mach doch nicht direkt zu viel Umlauf noch wegen, weil ich jetzt ein Rennen fahren werde. Da. Hoffentlich ist das jetzt der Audio gut, hoffentlich könnt ihr mich hören. Weil das sehr traurig ist, um genau zu sein. Letzter Part habe ich mich so einen schönen Spaß und sowas alles wirklich gemacht. Und dann auf einmal, hey, das Ingame-Sound ist zu groß. So kann vieles hören. So. So, wir hatten jetzt ein paar ja Spaß mit unserem Mazda 3, 2, Du hast dein 3. Ziel erreicht. So. Hingegen, befahrt, naja. Auch hier sind Autos empfohlen worden. Ja, gut, dann nehmen wir mal. Oh, dann nehmen wir mal unseren Porsche. Wir hatten ja letztes Mal schon bereits viel Spaß gehabt, weil wir die ganzen, sagen wir mal, Geschichten schon nur so rausbekommen haben, was die Hot Wheels. Entschuldigung. Bitte nimm mir das nicht ernst. Wir hatten hier schon letzten Part schon bereits sowas bekommen. Diese Rennbahn und so. Ja, ihr versteht, was ich meine. Nicht? Schade. So. Was ist denn jetzt passiert? Dann lass es loslegen. Alle Rallye-Autos. Meine ist hauptsächlich Gruppe B. Hahaha. Diesmal habe ich euch wirklich sehr gut eingekreiselt. Exomotiv-Fahrzeug. Das ist auch so ein seltsames Relikar, das ich mir ehrlich gesagt nicht im Traum mehr hätten. Relikar, Buggy, Mann. Das ist ein Buggy einfach so. Wow, was ist das für eine Welt? Ja. Der Sprung ist auch gerade nicht das, was man hören wollte. Also ich muss ja sogar gewinnen, diese vielen. Okay. Ja, das macht jetzt gerade Spaß, hier durch die Stadt zu fahren. Ich kriege euch, ich kriege euch. Ihr könnt mich nicht so einfach erwischen. Opel Manta. Mach mir ein bisschen Platz. Du bist zwar ein gutes Auto, aber das ist aber nicht, dass ich jetzt Zeit werde überbringen, weil du ein Privat wärst. Oder?
Oh, ich habe Punkt bekommen. Und die Häuser sind sehr interessant aufgebaut in der Schlucht. Ey, das Rennen endet, wenn es so weitergeht. Und das ist nicht cool. Okay, nee, das werde ich jetzt nicht zulassen. So, ihr natürlich. Das kann nicht wahr sein, was ist denn jetzt los? Nein, du vergisst. Gut, dann versuche ich wenigstens die Podiumsplatzierung zu behalten. Was ist denn los, Alter? Letzten ein paar so richtig schön normal fahren, jetzt auf einmal. Ja, jetzt weiß ich, warum die meinten, dass es schwerer wird. Hm? Oh, der Schlingel. Der hat sich eine Abkürzung gemacht. Jetzt weiß ich, warum ich ihm jetzt. Ja, toll. Das war eine Abkürzung. Das war wirklich so eine Abkürzung, wo ich mir denke, Alter, warum? Wieso? Und weshalb? Na egal, leider habe ich das nicht mit dem Thema hinbekommen. Nächstes Rennen. Können wir da nicht viel ändern. Ich steht sogar gewinnen. Ah. Haben wir schon. Ja, gewinnen. Okay. Das wird schwieriger sein, als ich mir gedacht habe. Ich steht sogar alles gewinnen. Also hier muss man wirklich durchkommen, wenn du gewinnst. Okay. Ja. Wir gewinnen alle vier für den Profi-Rang. Ach, hier empfiehlt es mir andere Autos. Gut, dann nehme ich mal meinen Mazda, weil der hat mir schon wirklich viele Male geholfen. Weil der war ja schon bereits schon immer so eine große Hilfe, der Mazda. 323. So. Ein Reno 4. Ich denke mir gerade, wie weit ist die Welt denn noch gekommen, dass wir gegen ein Reno 4 fährt. Obwohl, der Reno 4 an sich ist auch so ein Rallye-Auto. Er ist zwar kein Gruppe B-Rennwagen wie die anderen, aber er ist ein bekanntes Auto aus den 80ern. Oh, jetzt kommt Eis. Es gab eine Stelle, die ich ehrlich gesagt nicht mag. Obwohl, das Auto lässt sich gut fahren. Ui, in den Vulkan fahren. Nein, du wirst es schön lassen, du wirst mich nicht überholen. Überholen.
überholen. Wo kommst du jetzt? So, dort hinten ist ein Looping. Und ich habe gehört, mit Vollgas kann man das hinkriegen. So. Dann diese Kurve. Ran rechts ein Eck. Schon wieder Eis. Alter, das gibt's nicht. Aber hey, dafür fahren wir durch den Eis durch. Versteht ihr? Es ist rutschig, deswegen fahren wir durch den Eis. Nicht, die rutschen auf das Eis. Okay, der Witz ist sowas von lächerlich. Da könnte ich schon direkt weinen, anstatt zu lachen. So. Nee, nee, das Rennen ist auf jeden Fall einfacher. Ich weiß nicht, warum das mit dem Porsche nicht so gut geklappt hat. Verstehe ich irgendwie gar nicht. Schon wieder Eis. Zack, und der erste. Gefahrensprint Eislooping abgeschlossen. Warum ist mein Auto so komisch gesetzt worden? Erstmal ein Wheelspin. Und ich bekomme dafür einen Sommerrock. Noch peinlicher wohl kann es ja wohl nicht werden, oder? Schießt da noch mehr 25 Missionen ab, das ist sehr gut. So. Ach, Klasse A Geschwindigkeitsrundstrecke, okay. Interessant, ne? Platzhalter, also Mission Nutzer. Das sind wieder diese Plup-Plup-Tanks. Fünf von denen sollen wenigstens zerstören. Ich sehe aber nur zwei. Okay, drei. Sondern noch ein fünfter sein, na egal. Dann machen wir mal dieses Rennen. Das ist mir ehrlich gesagt zum ersten Mal aufgefallen. Dies ist ein Geschwindigkeitsrennen, mein Favorit. Rennmaschinen und präzises Handling. Wie mein Asphaltrennprogramm, nur größer und oranger. Okay. Das ist einfach nur normales Rennen fahren und... Ah, jetzt empfiehlt es mir wieder mal. Ja, komm, nehmen wir ihn. Ich weiß nicht warum, aber... Nehmen wir mal das Hot Wheels. Eine der Hot Wheels Cover Cars. Sollte so, selbst, soweit ich das weiß, sogar in echt rauskommen, das Auto. Also es soll ein echter Nachbau rauskommen. Kam allerdings nicht dazu. Ich weiß jetzt nicht warum. Eigentlich hat man das. Man könnte so ein Pickup nehmen, den Aufbau ändern, den Motor woanders schicken. Dann war es das. Der vierte ist wahrscheinlich mit dem britischen. Hast du ein Handtuch dabei? In dem Rennen gibt es viele Wasserstrecken. Viel Wasser, noch mehr Tempo und ungeheuer viel Spaß. Das macht mir jetzt ein bisschen unsicher, wenn das jetzt so komisch ist. Aber gut, ich gucke mal, was das ist. Okay, Auto, weiter dein Amt, du schaffst es.
Das war ein Nier. So viele Sätze. Guck mal diese Liste an. Das sieht eher nach Hot Wheels aus. Das sieht wirklich aus, als würden wir jetzt Hot Wheels ausfahren. Warte mal kurz. Ich muss mal ein Bild schicken. Weil das sieht sehr interessant aus, wenn ich jetzt so mit den Bildern komme. Da kommen die ganzen Autos und ich auf einmal. So. Sieht doch gut aus. Jetzt haben wir wenigstens mehrere Autos. Der Hot Wheels Jora. Naja. Hot Wheels Jura, das ist auch so ein seltsamer Name, ist aber ein legendäres Auto aus einem Film, soweit ich das weiß. Wow! Sieht sehr schnell. Nicht. Wow. Ah, das ist ein Rundenrennen. Ah. Ich denke, ich bin gerade. Wie lang bin ich Strecke denn überhaupt? Bremse runterlassen. Okay, hier. Fahrverhalten würde ich mich trotzdem entschuldigen. Also da muss ich ganz ehrlich sagen, das ist sehr seltsam, dass ich immer wieder die Wände ramme, dann immer nicht und dann doch und dann immer nicht. Es ist so, als würde ich mich nicht entscheiden können. Alter, wie lange geht das denn überhaupt? Also für eine Runde brauchen wir wirklich lange. Fast knapp hinter uns. Leute, wir haben es knapp hinter uns. Wow! Direkt Topspeed hochzukarren von hier. Das ist ja wirklich nicht das Beste. So, warten. Vor allem Spiel, das mit Hot Wheels heißt. Aber jetzt endet die Runde, ne? Keine Sorge, ich würde das schaffen. Das ist ja sehr einfach. Ne? Hinter mir ist noch jemand. Der hat sich sehr gut hinter mir geschlichen. Aber nicht mehr lang. So, was sagst du jetzt? Der Gegner wird sich auf einmal bei dieser Geschwindigkeit nicht mithalten, das geht ja nicht. Aber Alter, das Auto hat sich im Verhältnis sich für ein A-Klasse-Auto recht gut. Das fährt sich sehr gut sogar. Kein Scherz, so im Verhältnis zu dem, was man in A-Klasse fährt, fährt sich der recht sehr interessant.
Weiß nicht, hat der Rennreifen drauf oder ist er ganz normal? Wenn ja, dann ist er richtig gut stabil unterwegs. Dafür, dass der Motor hinten ist. Ja, damit das sieht man, kann man direkt erkennen, warum der so hinten so ein Pickup so lang ist. So, wir schaffen das heute. Wir schaffen das. Die sind für uns keine Gegner. Die sind für uns wirklich keine Gegner. Das sind Versager. Das sind richtige, üble Versager. Die verlieren gegen uns, weil sie offenbar keine Chance gegen uns haben. Weil wir die ganze Zeit wissen, wie wir die Methoden, beziehungsweise wir wissen unsere Methoden, wie wir schneller werden als die anderen. Und Ziellinie. Yippie! Gut, Geschwindigkeitsrundstrecke abgeschlossen. Und es regnet. Das ist interessant. Es regnet, Leute. Es regnet. Ja, Ladezeiten haben auch mal mit mir so große Motivation, dass sie auf einmal sagen, hey, red doch mal ein bisschen, während das Spiel ein bisschen ladet. Ah, da bist du ja. So, das Rennen haben wir auch hinter uns. Ja, das haben wir nicht gewonnen, leider. Ist noch ein Rennen, oder? Na toll, wir müssen das Rennen gewinnen. Nein! Entschuldigung, dass ich mich ständig teleportiere, aber wie schon gesagt, ich möchte schon viel Inhalt mitnehmen. So. Beitreten und diesmal ein anderes Auto nehmen. Stimmt, ich habe den Mitsubishi Evolution Evo 10 Willkommenspaket gar nicht ausprobiert. Das ist eine der Fahrzeuge, die ich ja per Anfang, als ich das Spiel aufgemacht habe, habe ich das Auto bekommen. Neben der Toyota Supra. Und ja, ich habe das Auto auch mal ganz ignoriert und ich habe es nicht gesehen. Nichts gegen den Evo, aber wie schon gesagt, ich habe es nur ganz ignoriert. Was fahren denn die ganze Zeit für Autos? Muss ich mal kurz mal gucken. Ah! Evo vs. Lancer in dieser Strecke. Na, das ist ja interessant. Na dann, Evo, weiter als Amtes. Evo 10. Der letzte seiner Art. Der hat. Was? Der hat einen automatischen Schalt. Hä? Der hat Schaltrippen? Der hat Schaltrippen. Ich
glaube das nicht. Es kann unmöglich sein, dass der Schaltung hat. Der hat normalerweise eine Gangschaltung. Ich weiß es selber, er hat diese manuelle Gangschaltung. Auch diese Schaltwippen glaube ich auch unwahrscheinlich, dass sie lieferbar, aber ich kann mich nicht erinnern, dass der Evo 10 Schaltwippen hatte. Ich verstehe gar nichts. Egal. Aber der fährt sich richtig gut, der Evo 10. Ich habe ehrlich gesagt nicht damit gerechnet. Ja, die ganzen Plakate abreißen, ich verstehe. Werbung und so. So, und jetzt hochspringen. Hui. Naja, es gibt zwar nicht wirklich viele Hot Wheels Autos, aber dafür gibt es eine Spielbahn. Man kann sie tun mit den Autos, als würde man Hot Wheels spielen. Und das macht Spaß. Ich habe in den GamePro-Test gesehen, einer der Tester hat sich mal das Hot Wheels, die jetzt hier mal kurz mal als Test-Fazit gemacht, und er meinte, das Spiel kam nicht an Trackmania und Hot Wheels an Lichtrad. So. Erstmal, das da ist ein Crossover-Projekt zwischen Playgood Games und Hot Wheels. Zweitens, das soll ja kein richtiges Hot Wheels Hot Wheels Spiel sein, sondern das ist so eine Art kleines Spiel für das Spiel. Drittens, das Spiel hat auch nicht das Ziel, direkt Hot Wheels an Licht oder Trackmania zu überbieten. Es ist einfach nur dazu da, hey, hab Spaß, wie Hot Wheels, hab Spaß mit diesem Spiel. Oh, Entschuldigung, da ist das Mikro gerade gefallen. So, haben wir auch dieses Rennen geschafft. So, ab geht's mit der Geschichtsstunde. Und da fahren wir auch hin. Was habe ich denn freigeschaltet? Noch mehr Kleidung! Yay! 209 Punkte brauche ich. Oh wow, was eine Erfahrung. In 400 Metern links abbiegen. Aber der Evo fühlt sich richtig gut. Links abbiegen. Ich glaube nicht, dass die... Ich will jetzt nicht übertreiben, aber ich glaube, die Kamera ist irgendwie nicht richtig. Ich glaube, ich kann auch die Kamera in diesem Pack haben die irgendwie verstellt. Ich weiß nicht warum. Weil wenn ich den Innenraum gucke, normalerweise würde ich die Tachos problemlos angucken, aber hier ist es anders. So, die Schlange unter der Mungo. Schlange oder Mungo trifft deine Wahl und erfahre mehr über die Invasion der Hot Wheels in den 70er Jahren. Okay. Weitere Stunde Geschichtsstunde. Naja, Geschichtsstunde kann nicht schaden. Wir hatten ja gestern schon bereits so ein... Du wunderst dich wahrscheinlich, was das Gerede über die Schlange und den Mungo soll, oder? Du nimmst das gelbe Auto, ich nehme das blaue. Ich erklär's auf dem Weg. Was? Was für gelbe? Das ist blaue. Okay. Ach, ich fahre ein Rennen. Okay. In den 70er Jahren liebten die Kids Beschleunigungsrennen.
Don die Schlange Prodom war viermaliger Champion der National Hot Rod Association und ist Mitglied der Motorsport-Ruhmeshalle. Aber am berühmtesten ist wohl seine Rivalität mit Tom Mungo McEwen. Tom Mungo McEwen war ein Dragster, der dachte, Sponsoren wären gut für den Sport. Also ging er zu einer kleinen Spielzeugfirma namens Mattel. Im Laufe der Jahre kreuzten sich ihre Wege bei den US Nationals, wodurch sich eine freundschaftliche Rivalität zwischen ihnen entwickelte. Mattel wollte eine Spielzeugserie herstellen, die auf der Rivalität zwischen der Schlange und dem Mungo beruht. Das Hot Wheels Sponsoring führte zu einem richtigen Hype um Beschleunigungsrennen. Interessant. Das heißt, es sind zwei Fahrer, die offenbar Rivalitäten haben. Hot Wheels brachte damals alle möglichen neuen Reihen heraus. Es war keine große Rivalität, sie waren eigentlich gute Freunde. Auch wenn tausende von Kindern zu Hause mit ihren Hot Wheels Schlange und Mungo gegeneinander kämpfen ließen. Das Hot Wheels Sponsoring führte zu einer Menge Zeug mit Dragster-Thema. Heavyweights konnten auf Abfahrten schneller fahren und Sizzlers hatten kleine batteriebetriebene Motoren, sodass man keinen Starter brauchte. Und ein neuer Designer namens Paul Tam begann, Sechsrad-Designs wie Six-Shooter und Open Fire zu entwerfen. Ich weiß, das ist unrealistisch, aber komm schon. Sechs Räder! So viele Räder! Sechs Räder, wow. Das scheint so wie die G-Klasse Six-Wheels. Damit war für Hot Wheels aber nicht Schluss. Es gab viele andere Innovationen, wie Tampondruckmuster auf Autos, die sonst niemand durchführte. Silver Series, Boss Hoss, Heavy Chevy und King Cooler. Alle mit offenen Hauben, großen Kompressorgebläsen und silbernen Lackierungen. Nicht, dass ich 3 Sterne dafür bekommen habe. Egal. Gewinne ein Rennen der Abschnitte. Die Autos im ursprünglichen Schlange gegen Mungo-Set wurden von Gummibändern angetrieben. Die hier sind es nicht. Sollen wir sie in einem Drag-Rennen testen? Also dann, Haley. Los geht's. Sehr nett. Und sehr interessant. Mal sehen, ob diese Schlange auch Biss hat. Ach, ich fahre die Schlange und sie fährt Mungo. Ja, Lady, tut mir leid, aber ich bin Erster. Wow, was für eine Rennbahn. Alter, was geht da? Was geht? Ja, okay, ich krieg glaube ich nicht 3 Sterne leider, aber was soll's. Warte. Ah, komm, zieh. 3 Sterne. Gar nicht übel. Ich hab dich natürlich gewinnen lassen. Wem soll ich sonst die Schlüssel zum Riprod geben? Was? Du hast es mit Absicht gemacht? Ich habe jetzt irgendwie gar nicht verstanden, was ich damit jetzt gerade gemeint hatte, aber was ist bitte die Absicht? Hey, Level 42. Ein Wheelspoon.
Und wir bekommen dafür... einen Brüllaffen als Zufall. Hey, die Ripport habe ich freigeschaltet. Okay, dann... Wie viel wollen wir denn insgesamt haben? Verdiene mindestens einen Stern. Warte mal, gibt es kein besseres Ziel? Mein Hund, was habe ich denn vor? Achso, ich habe die Nachrichtenzentrale total vergessen. Neuigkeiten. Verdammte E-Autos. Gut. Dann gehen wir mal zu Hotspots und gucken wir mal. Was wir für andere Ziele machen können. Achso, das sind 2000er. Okay, was gibt's noch? Hä, hey, aber ich habe kein S2-Auto jetzt geöffnet. Ah, das kann ich nicht jetzt machen. Ich muss sie erstmal. Okay, Stunt-Profi mache ich jetzt. Mindestens einen Stern. Ach, das muss man von dort machen. Steht hier, wie man die Geschwindigkeit aufbaut. Man macht das nicht durch. Da jetzt weiß ich, wie man da einen Stern bekommt. Okay. Okay, fahr mal weiter bitte. Ich dachte es mal. Zwei Sterne, immerhin. So, nächster PR-Stand ist das da. Wie soll ich das bitte hinbekommen mit dem PR-Stand? Wo ist er denn überhaupt? Oh. Bei nächster Gelegenheit wenden. Da ist der PR-Stand, ich musste. Rechts abbiegen. Ist drüber fliegen. Das erklärt wohl einiges. Scharf rechts abbiegen. Und du hast es. Und wie viel habe ich? Ein Stern, wir machen. Die meinten doch ein Stern mindestens. Okay, was haben wir noch? Okay, beginnen wir mal von hier hin. Okay, die PR-Stones. Wer hätte das gedacht? Wir müssen wenigstens einen Stern davon machen. Kann ja nicht schaden. Ich meine, das dauert eh sowieso nicht mehr lange.
gerade Halfpipe-Kurve nehmen. Und dann mit 240 durch. Ah, komm schon mal. Das ist ja gut. Nee, hab nicht alle. Wie viele Sterne habe ich denn? Ich hab die alle schon okay, gut. Jetzt muss ich den da machen. Hier. Ich weiß nicht, ob ich gut driften kann. Ich muss mindestens 80.000 bekommen. Ich muss mich noch umdrehen, damit er es wenigstens bemerkt. Erstmal ein bisschen Nitro. Direkt fast 20.000. Schon habe ich schon Bronze, glaube ich, hinbekommen. Gut. Schon habe ich eine Driftzone mit einem Stern hinbekommen. Hä? Das sind doch alle PR-Stunts, oder nicht? Habe ich. Ah, gibt's noch einen. Oh. Ja, ist ein Überlänger-Pod, kann nichts dafür, aber das muss sein. Lass mich in meinem Bann sein. Spaß. Zwei Sterne, 99 Medaillen brauchen wir noch. Okay, Leute, ich denke, das war's dann für heute für den Part. Wir sehen uns im nächsten Part. Also tschüss.